Oh, schau mal, da schlafen sie wieder. Die Hound Eyes. Hound Eyes. Fang! Und da unten könnte noch ein bisschen Munition sein, also gehen wir runter. Au. Jetzt kommen wir bestimmt wieder an eine Stelle, wo wir vorhin schon waren, oder? Nee. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich jetzt am besten lang soll. Ach, schau mal, da kommst du gar nicht mehr hin. Ja, Ammunition depleted. Blöd. Da hätte ich auch die Crowbar nehmen können, aber... Wir haben es ja. Kugeln kosten heutzutage ja nichts. Und wenn du in so einem großen Forschungskonzern arbeitest, ist das sowieso kein Problem. Von dem dicken Gehalt, was du da bekommst, dafür, dass du solche Arbeiten hier erledigst, müsste das doch irgendwie drin sein, sich auch ein bisschen Munition zu leisten. Sollte man meinen, Mr. Freeman, sollte man meinen. Wenn man sich falsch entscheidet und nicht richtig springt im richtigen Moment, obwohl man es eigentlich könnte. Ein Schuss, komm schon. Oh yeah. Dann muss man halt damit leben, mit den Konsequenzen. Smell the ashes, Mr. Freeman. Smell the ashes. Wie sagte der G-Man doch so schön? Ach so, schau mal da oben. Ach, jetzt können wir die ganze Geschichte von vorne machen. Oh, das machen wir doch einfach mal. So, kein Ding. Schwuppdiwupp kommen wir da durch. Hier. Und dann da geht's runter. Da kommen wir nicht lang, auch wenn es so aussieht, es geht einfach nicht. Also nehmen wir wieder hier den Weg. Und jetzt muss ich einfach gleich mal richtig springen. Das sollte doch nicht das Problem sein. Kann ich da eigentlich auch so runterspringen? Nee. Das probiere ich jetzt, warte. Ich speichere. So. Nein. Das funktioniert nicht. Also nehmen wir die klassische Variante. So wie es vorgesehen ist. So wie sie es schon ewig geplant und geprüft haben. So funktioniert es auch hier. Untenrum ist nichts. Ich brauche noch so ein bisschen Munition. So zwei Schuss ist ein bisschen wenig. Oh, das sieht heiß aus. Und durch. Wow, 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 wow. Riecht das hier nach angebratenem Fleisch? Angebratener Freeman vielleicht. So, hier steige ich aus. Das ist meine Station. Ach, schau mal da. Die nehme ich doch alle mit. Dann bin ich besser gerüstet. Das war jetzt die Stelle, die wir, glaube ich, gerade durch den anderen Blickwinkel gesehen haben. Oh, da muss ich doch hin. Seht ihr den? Komme ich hinterhin? Komme ich da so hin? Nein. Oh, ich hätte speichern sollen. Da vielleicht lang? Nee. Da war Munition. Munition. Verdammte Axt. Komme ich denn da jetzt am besten hin? So. Ach, schau. Super. Und ich habe da nichts. Vielleicht kann ich den dagegen werfen. Au. Aber so macht man das. Die Munition, wie komme ich da jetzt ran? Überhaupt nicht, Mr. Freeman. Überhaupt nicht. Da komme ich auch nicht hin. Mist. Es wird auch andere Möglichkeiten geben. So. Es nur nicht zermalmt werden. Oh, oh, fuck. Nein. Wir leben. Wir leben. Alles kein Problem. Ew. Andere Leute hatten, glaube ich, hier nicht so viel Glück wie wir. Das war jetzt aber gerade eine fiese Stelle. Da jetzt irgendwie so rumspringen. Während man da kurz vorm Zermalmen steht, sozusagen. Warum muss ich jetzt die ganze Geschichte von vorne machen? Nee. Nein, nein. Das, Hallo? Der kleine Dr. Freeman möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Der kleine Dr. Freeman, bitte. Nö. Dr. Freeman, da geht's nicht weiter, aber hier. Ach so, schau an. Das war die Tür, wo wir nicht durchkamen. Jetzt sind wir wieder hier und müssen dann, gut, den Weg wieder gehen. Nee, 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 nee. Da hinten.
Den hatten wir schön erledigt. Also so ein Quicksave an der richtigen Stelle wäre schon gut gewesen. Also muss ich die ganze Geschichte von vorne machen. Die ganze Geschichte. Mann, Mann, Mann. Weil ich glaube, das war damals auch so. Bist du einmal falsch gesprungen, dann bist du gleich dran gewesen. Dann hast du gleich Pech gehabt. Musstest du die ganze Jump-and-Run-Story von vorne erleben. Ja, das war nicht so schön. So, wollen wir doch mal gucken, wie wir jetzt da am besten hinkommen zur Munition. Weil wir haben ja jetzt einen zweiten Versuch. Wenn ich jetzt hier oben rüber gehe, da komme ich so nicht hin. Kann ich da so raufspringen? Ich glaube nämlich auch nicht. Schau mal, da komme ich hin. So. Und dann vielleicht. Nein. Vielleicht bis hier mit Anlauf. Nö. Auch nicht. Das ist aber ein bisschen blöd. Wie kommen, soll man denn da hinkommen? So, auch nicht. Also diese bewegenden Fließbänder sind gemein. Hundsgemein, diese Fließbänder. Hundsgemein. Jetzt nehmen wir den Weg wieder hier. Sollen wir nochmal gucken, jetzt oben. Also, nur nicht zu schnell. Nur nicht zu schnell. Kein Problem. Geh halt dahin. Oh. Ob das so geplant war, bin ich mir nicht sicher. Aber es ist eine Möglichkeit. So ein bisschen Assassin's Creed-mäßig hier rumzuspringen. Fuck! Was ist das? Wo bin ich jetzt hier? Unterm. Okay, cool. Komme ich da hoch? Ja, da komme ich hoch. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. Jetzt hoffe ich nur, dass da jetzt nicht irgendwie noch so ein Selbstschuss... Nee, so ein... fuck, fuck, fuck. Nein, 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 nein. Oh. Das hätte übel enden können. Aber wir haben es geschafft. Und dieser Teil liegt somit auch hinter uns. Ja, da kommt es dann raus. Dass das hier stinkt, ist normal. Oh. Das war jetzt aber auch ganz schön knapp. Ich hätte ein bisschen mehr Anlauf gebraucht, um da besser rüberzukommen, aber wir konnten uns ja glücklicherweise an der Reling festhalten. Und hier ist nichts mehr und ich sag tschüss. Oh, endlich, endlich. Zivilisation, Munition. Wir sind wieder im Rennen. Vielen Dank. So, den machen wir platt, den machen wir platt. Den laden wir nach. Den machen wir auch platt. Revolver. So, der kleine Ruckler erklärt sich durch einen Ladescreen jetzt. Ich habe einfach nochmal schnell die Helligkeit des Spiels noch ein bisschen hochgeschraubt. Nicht viel, nur ein ganz klein wenig. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Auf YouTube sind die meisten Folgen ja dann doch immer ein bisschen dunkler. Und das ist dann immer so ein... Oh, schau mal, da schlafen sie wieder. Die Hound Eyes. Hound Eyes. Fang! Oh. Okay. Die waren hier also... Waren die hier drin? Sind das mutierte Hunde letztendlich? Die sind doch auch vom Planeten Xen. Und haben hier ein bisschen Stress gemacht. Okay, da müssen wir jetzt rüber. Können die Leiter nehmen. Und... da theoretisch rüberklettern. Au! Das schleudert einen ja gut zur Seite hier. Muss ich mal gucken, komme ich hier irgendwie... Nee, so oder so ähnlich muss ich da auf jeden Fall hoch. Na komm schon. So. Okay. Und dann stellen wir den einfach... da irgendwo so hin. Man darauf kann. Ja, so wird das nix, Herr Marv. Kann man das Ding nochmal umdrehen, bitte? Noch so ein bisschen vielleicht? Ach Mann, jetzt habe ich es versaut hier. Muss doch irgendwie anders auch rüberkommen. Geht das nur mit der Leiter, indem man die da irgendwie... Kann ich den hier vielleicht nutzen? Hm, nein.
Aber die Kisten da oben auch nicht. Also irgendwie war das doch hier. Ne, den Code habe ich auch nicht griffbereit. Also muss ich mich wahrscheinlich doch wieder auf die Leiter verlassen. Kann ich vielleicht hier oben irgendwie Air Supply? Irgendwie geht das doch. Schau mal, da oben ist so eine Havel. Oh, schau mal, der ist schön wackelig. Aber den kann ich, drehe ich da nicht runter. Oh, Physik. Sehr gut. Jetzt muss ich da irgendwie hinter und dann kann ich den schieben. Aber da komme ich dann auch nicht mit rüber, glaube ich. Bin gespannt, ob ich da wieder rauskomme. Das geht. Aber ich kriege da, bekomme den ja nicht hochgehoben. Der geht auch nicht weg. Irgendwie geht es. So, schau mal hier. So. Bringt dezent nichts, aber vielleicht kann ich dann da oben mir gleich noch einen holen, weil da oben haben wir nämlich diese eine Kiste mit dem Half-Life-Logo gesehen. Seht ihr die da hinten? Oder dem Black Mesa-Logo. Da will ich jetzt mal eben schnell hinspringen. In der Hoffnung, dass da die Lösung für unser Problem ist. Ich kann es einfach kaputt machen. Ach, schau mal hier. Granaten. Das ist gut. Den mache ich kaputt, aber das bringt nichts. Und hier hinten ist somit auch nichts. Also greifen wir doch auf die Leiter-Variante zurück. Einfach nur mal schauen, dass ich den jetzt hier irgendwie... Das ist blöd, dass du den nicht wieder aufstellen kannst. So vielleicht. Nee. So. Dass der so ein bisschen nach unten gedrückt wird. Nein, 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 nicht so. So. So sieht es schon sehr viel besser aus. Also kommen wir jetzt hier irgendwie nochmal hoch. Ohne, dass wir da jetzt irgendwie die Leiter benutzen. Nee. Das klappt nicht. Also Leiter direkt nach da. Die war doch gar nicht so schwer, die Stelle. Da komme ich jetzt auch gar nicht mehr hoch. Was mache ich denn jetzt? Ach, ich bin ja völlig dämlich. Hier, warum liegen da Granaten? Darum. So, ganz einfache Stelle, ganz easy. Und ich versuche oben rüber zu klettern. Was ist denn jetzt? Warum komme ich nicht durch? Ah ja, die Tür war nicht richtig auf. Tja. So kann man sich so eine Stelle auch ziemlich schwer machen. Obwohl man das alles schon mal gespielt hat, kriegt man es nicht mehr hin. Weil es einfach doch zu lange wieder her ist. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder im Labor. Fragwürdige Ethik. Tja. Und jetzt kommen wir zu einem Teil von Black Mesa, der wirklich den richtigen Titel trägt, finde ich. Weil die Kollegen hier einfach Experimente mit außerirdischen Lebensformen gemacht haben. Ohne sich was dabei zu denken. Ich meine, Aliens haben sicherlich auch Gefühle. Oh, den habe ich übersehen. Den muss ich mir jetzt mal vom Nahen angucken. Schaut ihn euch an. Das ist einer dieser Xen-Aliens. Echt gut umgesetzt. Ich dachte eigentlich, also im normalen Half-Life hatten die noch immer Rüstung an. Der hat hier im Moment keine. Vielleicht einfach nur, weil er jetzt nackt ist. Ja, einfach mal, sagen wir das einfach mal so wie es halt ist. Nackiger Alien. Oder einfach, weil der jetzt hier so aussieht. Ich würde sagen, wir lassen den mal raus. Ethisch fragwürdig. Also habe ich ihn... Also habe ich ihn vergast oder was? Geht nicht auf. Tja, Kollege, tut mir leid. Eigentlich wollte ich dich befreien und, ach klar, Gas. Ja, vielleicht sollte ich auch die Knöpfe lesen, bevor ich drauf drücke. Das, war nix. Ich bin unschuldig. Das war ein anderer Dr. Freeman. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Sie können mich dafür nicht verantwortlich machen. Das geht wirklich nicht.
Ich bin total, ich bin einfach neu hier. Ich habe einfach gedacht, meine Aufgabe wäre es, da jetzt hier die richtige Taste zu drücken, und das war leider falsch.